Hi, also für unsere Untersuchung in der Nuklearmedizin benötigen wir Technetium-99m. Doch woher das Ganze kommt, das zeige ich euch jetzt kurz. Zwar haben wir hier unseren Radionuklidgenerator. Hier in diesem schönen Gerät befindet sich die radioaktive Substanz, die wir dann uns abzapfen können. Damit das Ganze Strahlenschutz geschützt ist, haben wir das hier in diesem Bunker drin stehen. Zum Erklären haben wir hier dann noch einmal ein offenes Modell. Hier unten befindet sich in dem Gerät unser radioaktiver Stoff. Und hier oben drauf packen wir dann einen Behälter, füllen das damit quasi so ab, ziehen es wieder ab, haben den radioaktiven Stoff hier drin und das Ganze kann man quasi vergleichen, als würden wir uns eine Limo ziehen.